Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur dritten Folge Total War Warhammer 2 zusammen mit eurem Rio. Und heute zocken wir mal eine Runde die Dunkelelfen. Und zwar die Fraktion Nagaronj und den Kommandanten Malekis. Ja, Rassenattribute, schwarze Archen, mächtige Seeleneinheiten, die Truppen verstärken, neue Einheiten und Streitkräfte rekrutieren und Schlachten in Reichweite bombardieren können. Dann Sklaven gewähren einen Bonus für die Wirtschaft von Provinzen auf Kosten der öffentlichen Ordnung und geübte Mörder. Dunkelelfen erhalten den Segen von Kane, der in Form erhöhter Kampfkraft. In der Form erhöhter Kampfkraft, wenn sie im Kampf ausreichend Feinde töten. Der Malekis bzw. die Fraktion der Nagaronj haben zwei Spezialeinheiten, und zwar die Schwarze Garde und die Schnittersperrschleuder. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, gucken wir uns mal den Trailer an und schauen mal, wie bei den Dunkelelfen das Ganze so abläuft. The world has seen countless murders. But one killing stands above all others. One death that has shaped the world. Malekith, son of Anarion, was betrayed. The elven princes crowned Belshannar as the second Phoenix King. So Malekith brooded and poured his hate into a single cup. Malekith toasted Belshannar, then stepped over his dying body and into the sacred flame of kings. But the fire stripped his flesh, and with a final scream, he hurled himself back from whence he came. His body was taken north, and a suit of armor forged. Malekith was reborn. The Witch King, and in his shadow, legions raised. Decades of civil war followed. Then Malekith embarked on the most ruthless of plans. His sorcerers would unbind the magic of the Great Vortex. Created by Kalador Dragon Tamer and his elven mages, the Vortex siphons the winds of magic, keeping the demon tide at bay. Malekith's spell was flung at the Vortex. But Kalador himself broke through the mists of time to deflect the titanic force back at its casters. The Shadowlands were ravaged, sundered. You live, you die. You live, you die. Servants, you amuse me. The dragon with two tails hangs in the sky. You indulge in petty games. You summoned me. Your Highness, you bring this witch here. She is well versed in lore and prophecies. She will betray you, my son, as all have done. She is indebted to me. I have her soul. Step forward, Felicion the Heartkeeper. The comet disrupts the vortex. Whilst it is weak, a prophecy can be fulfilled. Of a king who consumes the heart of Ulfwan. My son will take its power and our vengeance. Find the Oracle. She knows what to do. I am willing to serve, to earn my soul's release. So. So, kaum hat Malekis Felicion seinen Erlass mitgeteilt, erreicht ihn schon die Nachricht über den Angriff Nagarons. Eine verräterische Bande von Skaven und ihr
ihrer Verbündeten Chaos-Barbaren haben den Unfrieden nach dem Erscheinen. Blablabla. The fulfillment of a dark prophecy. Interessant. Skaven und Chaos-Barbaren sind verbündet in der Situation hier. Sehr interessant. Okay. Nach dem Freischalten des Ritus Opfer für Mattland könnt ihr eine mächtige schwarze Archer beirufen. Opfer für Mattland. Scheint hier kein Ritual hier oben zu sein. Na gut, bin ich mal gespannt. Wir müssen Schriftrollen. Schriftrollen müssen wir hier sammeln. Okay. So. The undervermin concentrate their movements around sites of magic, looting artifacts of great power. Skaven are pitiful cowards. They would not seek war with me without good reason. We must counterattack and discern their motives. I'll turn the snow red. Was haben wir hier? Schnitter, Speerschleudern, Dunkeldornen, Schattenspeere und die schwarze Garde. Eure Strategie und Verseuchung. Erobert und besetzt eine Siedlung der folgenden Fraktion. Clan Septic. Ach, den muss man erstmal finden, ne? Ich kann also prinzipiell die erstmal angreifen. Die hauen ab. Spreading misery. Come, my dears. So, wir greifen auf jeden Fall erstmal an. Und machen die platt. Was ist denn das? Ist das eine Ratte? Ja. Doch. Sah gerade fast aus wie so, weiß ich nicht, sehr metallisch. Machen wir die Skaven ein bisschen platt. Die Skaven habe ich schon gespielt übrigens. Ein echt cooles Volk. Oh, das ist aber eklig. Kampf im Wald. The Destroyer hungers. Euer Volk kann sich den Segen der Götter durch Mord und List verdienen. Ach, guck mal, hier die gleichen Dinger. Oh, mit dem Verschuss. Wie hoch erstmal im Prinzip. Führt ihr die Druki zum Gemetzel in der Schlacht, wird ihnen die Gunst Kains, des Herrn des Todes, zuteil. Onward! Make them bleed! Ist ein bisschen doof. Jetzt kann ich keine Bogenschützen oder sonst was benutzen. Aber ich kann mal schnell mit denen da hochrennen. Onward! Mit denen hinterher. Theoretisch braucht der andere ja genauso lange, um mich anzugreifen. Der startet ja hier irgendwo. Einheiten wurden entdeckt. So, können wir gucken. Die können doch bestimmt hier reinschießen. So, mal schauen. Die müssen auch da erstmal rein. Na egal. Macht der Finsternis. Und was haben wir hier? Verursacht magischen Schaden. Großer Wirkungsbereich. Destruction awaits. Kann gar nicht sehen. Das sind meine Schreckenspeere. Carnage pours. They shall suffer. Attend me. Das haben wir. Wir können eigentlich hinten nochmal angreifen. Zack. Also das ist auf jeden Fall ein mächtiger Kommandant. Kann ich schon mal an der Stelle sagen. Der ist nicht drin. So, der sollte auch schießen, das sollte soweit funktionieren. Dark Shards! Advance, Druki! Our sorceresses are at moving out! So.
fliegen die jetzt alle oder was? Was denn jetzt? Boah, das mit dem in dem Wald hier zu kämpfen ist ja mega unübersichtlich. Ich würde gerne nochmal den Frostwind hier zaubern. Boom. Sein. Was ist denn mit euch hier? Wurde verzaubert. Was auch immer. Es ist gerade anstrengend hier zu kämpfen. Ihr kennt kaum was. Okay, das war's. Sieg. Ganz schön anstrengender Kampf, so mitten im Wald gegen blöde Ratten. Die auch noch so ein blödes Banner haben hier. Für den Wald. Das war so ekelhaft grau da. Hätte ich kaum gesehen, hey. Voll durcheinander gekommen. Aber gut, wir haben es ja geschafft. Nicht besonders glänzend. Tatsächlich mehr Verluste, als ich ursprünglich gedacht hätte. Versklaven! Kriegen wir 33 Sklaven und unsere Einheiten werden verstärkt. Gefangene ermorden oder Lösegeld. Nee, wir versklaven die. Zack. Können wir direkt mal hier gucken gehen? Ja. Da sieht man zum Beispiel, wir haben Skaven entdeckt, indem wir hier rauf sind. Da würde ich jetzt nochmal automatisch das Gefecht laufen lassen. Ansonsten sehen wir nicht so viel von der Kampagne. Setzen. Okay. Perfekt. War schon mal ein guter Anfang. My torturers report that the rats have made their audacious attacks on Druki lands purely to hold them while they loot the artifacts they seek. I shall enjoy prying their twitching dead hands away from the treasures they steal from me. We attack now. Klingensturm verursacht magischen Schaden, großer Energie der Wirkungsbereich stark gegen mehrere Einheiten. So, passt. Entschuldigt bitte. Dann haben wir das auch. Schriftrollen der Hakari bekommen. Super. Und wir brauchen nur noch Kelra für eine weitere. Für die Provinz. Schreckenspeer oder Dunkeldorn. Also wohl als auch. Aktuell. Das sieht ganz gut aus. Und wir können auch schon forschen. Rekrutierungskost minus 5%. Einkommen durch Überfälle plus 15%. Einkommen nach Schlachten plus 10%. Wachstum plus 10 in allen Provinzen. Nehmen wir. Bin ja so ein Wachstumsfreund. Schnell mal Wachstum, Wachstum. Ja, da sieht man auf jeden Fall, beziehungsweise haben wir gerade schon mal eine Volksfähigkeit und eine Eigenschaft der Skaven gesehen. Die von Nagaroth bringt im Namen eures dunklen Gottes des Blutvergießens grausames Gemetzel über die niederen Völker. Meistert ihr die Zauberei und Grausamkeit, die eurem gnadenlosen Volk so leicht fallen, so wird die Welt euch gehören. Okay. Die Skaven sind nämlich, beziehungsweise die Siedlung der Skaven sieht man nicht so einfach. Das ist so das Besondere an denen. Bisschen doof, dass ich immer nur die beiden hier benutzen kann, aber hey. Vor allem gerade die Speere, die bringen halt einfach gar nichts gegen Skaven zum Beispiel. Na gut. Was soll's, müssen wir erstmal mitarbeiten. Ich
würde gleich gerne mal probieren, ob ich Kelva kriege. Und das werde ich jetzt gleich mal probieren. Das, da werden auch wieder Skaven drin sein, definitiv. Aber wir können uns immer noch zurückziehen, wenn wir da zu viele Skaven haben. Guck mal, da sind sogar welche. Malekith, King of Naggaroth. Gebt acht, mein Herr, diese Ruinen sind von Skaven befallen. Mach ich auch wieder automatisch. Die Legenden erzählten von mächtigen Höhlen, noch ein bisschen was die hatten Menschen unter zerstörten Städten graben. Es scheint, als wären diese Legenden wahr. So. Das haben wir auch geschafft. Eure Streitkräfte haben die Provinz gesichert, mein Fürst. Jeglicher feindlicher Anspruch auf dieses Territorium wurde eliminiert. Da eure Herrschaft nun außer Frage steht, könntet ihr einen Erlass aufstellen, um das Volk für euch zu gewinnen, auf das es euren Zwecken besser dient. So, welchen Erlass nehmen wir denn? Also erstmal können wir das hier abreißen. Das steht schon mal außer Frage. Sklaven empfangen. Ja, Sklaven empfangen. Wobei ich jetzt gerade gar keine Sklaven habe, 0% tatsächlich. Derzeit die Sklaven 30. Dann brauche ich auch keinen Erlass wegen Sklaven raushauen. Wir machen mal einen Erlass für die öffentliche Ordnung. Und dann würde ich auch ganz gerne irgendwie gucken, dass ich hier, ja, die Folterpfähler zum Beispiel, dass ich die öffentliche Ordnung hochkriege. Und hier ein Steinsägewerk für die Marmorblöcke. Sehr gut. Dann eine weitere Fähigkeit. Nämlich Frostwind, bitte. Und weiter geht's. Wir haben ja eine ganze Menge Kohle jetzt. Eine ganze Menge Gold. Das können wir jetzt gleich alles schön verpulvern. Und ein bisschen was ausbauen. Wachstum ankurbeln. Sehr gut. Wir sollen einen Turm der Kommende Kriege müssen mit List und Stärke gefochten werden. Erwägt einen Ausbau eurer Einrichtungen, um die Rekrutierung von Helden zu ermöglichen. Rekrutiert Helden, um eure Streitkräfte zu unterstützen oder den Feind anzugreifen. So. Das sind Tierfälle. Bin uns auch Einkommen. Nur die Frage, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Das bringt uns wieder Wachstum. Oder ich warte hier. Aber auf der anderen Seite, die Felle würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Nehmen wir mal mit, komm. Handelsressourcen sind immer gar nicht so schlecht. Vielleicht kriegen wir auch irgendjemanden zu einem Beziehungen mit ausländischen Mächten finden über Diplomatie statt, mein Herr. Überdenkt eure Situation genau, ehe ihr einem Abkommen zustimmt. Dreadlord, awaiting command. Speak, Kin, and I will gladly hear your indeed. Wenn man hier nicht anders packt. Mal gucken, mit wem ich handeln könnte. Cruel Dreadlord, welcome. Speak, if you would. For Naggaroth. Master of cruelty. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Noble of Naggaroth. Du bist zu weit Malevolent weg. Lord. Du bist auch übertriebenst weit weg. Na gut, was habe ich jetzt für Missionen? Reißt die Zitadellen nieder. Und zwar Turm der Dunkelelfen soll ich bauen. Errichtet einen der folgenden Alter des Game bei Hausen der Zauberin. Cease your provocations. Ja, muss ich gleich mal gucken.
Ein Hafen, wir haben sogar einen Hafen. Das ist interessant. Dreadlord of the Druki. The people grow restless. Turm der Dunkelelfen soll ich hier bauen. Ihr braucht 2 Bevölkerungsüberschuss. Ach so. Dann warten wir einfach mal. So, den Wachstum haben wir. Gefangenenverluste nach der Schlacht plus 15%. Gefangenenverluste. Okay. Einkommen aus Häfen plus 5%. Öffentliche Ordnung und Wachstum. Wachstum bitte. Und weiter geht's. Habe ich mit Tieren nicht ein Respekt jetzt? Ich glaube ja. Felicion arranges a ritual, yet the power of many scrolls are required to undertake it. My scryers tell me that many such artifacts remain hidden within sites of great antiquity. We must reach them before the Skaven. Okay, beliebige Runen, Dings durchsuchen. Machen wir auch. Aber erstmal würde ich ganz gerne die öffentliche Ordnung ein bisschen gut stellen. Ich glaube nämlich steuern lassen kann ich nicht so wirklich. Wenn ich das hier richtig sehe. Normalerweise ist ja hier der Button steuern erlassen, da wo jetzt Sklaven ist. Deswegen gehe ich gerade davon aus, dass es das nicht gibt. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die ein UI-Element woanders hin geplatzt haben. Nur damit sie da Sklaven hinpacken können. Das macht eigentlich wenig Sinn. It is clear that the Skaven intend some twisted sorcery to exploit the weakened vortex. Okay. Der Feind zieht sich zurück. Typisch für diese Schwächlinge. Einem Druki wie euch muss ich es kaum sagen, aber zeigt ihnen keine Gnade. Mach ich doch sowieso nicht. So. Ich soll die Druki vernichten. Das machen wir natürlich dann auch demnächst. Düsterschwerter und Dunkeldornen haben wir jetzt. Dann bauen wir gleich mal ein paar Düsterschwerter, würde ich sagen. Und wir brauchen noch ein bisschen Überschuss. So, 4 reichen. 4 reichen erstmal. Ja, ich weiß, könnte ich machen. Mache ich aber nicht. Oder mache ich doch. Mache ich doch, bringt uns das schließlich Wachstum. Mit den Dunkelelfen könnte ich mir echt eine Kampagne vorstellen. Die machen Bock. Wobei sie sich zumindest aktuell, nach jetzigem Stand, so ein bisschen mit ähneln. Die Kinder des Chaos sind nah. Die Tiermenschen dienen den Mächten der Verderbnis und möchten die Zivilisation austilgen. Schatten. Ihnen ist gleich, welche Götter ihr verehrt. Für sie sind eure Krieger nur Beute. Schattengor-Kriegsherde. Mhm. Schattengor. Naja, gut. Cease your provocations. Was willst du da machen, ne? Harpienest, Altar des Kane. Ein Altar des Kane sollte ich ja irgendwann mal bauen, ne? Plateau der Dunkelelfenrisser bringt uns schwarze Reiter und Loch der Gesetzlosen bringt uns Schatten. Mach mal weg hier. Mal gucken, was ich da baue. Schockkavallerie. Und die Schatten sind Geschossinfanterie. Ja, so richtig, weiß ich noch nicht, was ich bauen soll. Bauen wir mal das Loch der Gesetzlosen. Mein Blut
Können wir hier noch ein paar Schatten reinhauen. Ja, ist natürlich ätzend, dass der da hockt, ne? Haben wir sonst noch irgendwo... Im Prinzip muss ich ja hier hin, um die Mission zu erfüllen. Militärpräsenz bringt uns hier 4. Okay. Das heißt, wenn ich dich hier bewege, haben wir trotzdem noch plus 3. Das ist ja zumindest schon mal was. Only the weak fear the cold. Ich bin auch mal in den Hinterhalt. Vielleicht bewegt sich da ja jemand mal hier in meine Richtung. Bewegt sich sogar jemand, aber gut, der ist ehrlich gesagt nicht im Kampf wert. Ah! Er hat sich bewegt. Nichts wie hinterher. Die Hingabe eines eurer Untergebenen an eure Sache scheint zweifelhaft. Erwägt Schritte, um sie zu beschwichtigen. Oder auf andere Weise mit ihnen fertig zu werden. Treulosigkeit darf nicht ungeahndet bleiben. Erhöht Energiereserven. Schön, schön. Hinterhalt verhindert. Okay. Plündern. Okay. Keine Ahnung, ob ich den schaffe, aber die sehen jetzt nicht so allzu stark aus. Eine solche Handlung würde zum Krieg führen. Das mag zwar ruhmreich sein, aber lasst euch nur darauf ein, wenn ihr den Konflikt nicht scheut. Okay, ich greife jetzt einmal hier an. Die Stadt eures Feindes ist befestigt, mein Herr. Es werden Waffen nötig sein, um die Mauern einzureißen. Bereitet eure Krieger auf eine lange Belagerung vor. Ja, ich hab's verstanden. Ich möchte weg. Wir gehen da doch lieber wieder ein bisschen zurück, ne? I'm going. Spreading misery. Wir gehen wieder. Ach, guck mal. Anzahl der verfügten Riten. Opfer für Atari. Was kosten das? Sklaven, 100 Sklaven. Ah, hier ist das Opfer für Matlan. Dann bekommt man eine schwarze Arche. Das heißt, durch die Sklaven, die man sammelt, kann man dann... Die Sklaven kann man dann opfern. Das ist ja natürlich wieder geil, ne? Abominable Snow. Holy, das ist natürlich mächtig böse, aber auch ziemlich cool. Gefällt mir. Der Stil dahinter gefällt mir. Ich könnte den rein theoretisch gleich auf Plündern setzen, aber... Der Typ da ist am Plündern. Plündert die Länder des Feindes, mächtiger Herr. Schickt eure Krieger los, die Bauern zu töten und ihre Dörfer niederzubrennen. Lehrt den Feind das Fürchten. 117 würden wir dadurch bekommen. Oh, very well. Curse this snow. Wieder auf Hinterhalt. Im Prinzip müsste man jetzt oder müssten wir jetzt den Angriff auf hier den Altar der absoluten Finsternis vorbereiten. Das würde aber ein bisschen dauern. Müssen noch ein bisschen Truppen aufziehen. Jetzt zum Beispiel würde ich ein paar Schatten oder so noch rekrutieren wollen. Sind tatsächlich Geschossinfanteristen. Ziemlich starke sogar, wenn ich mir das richtig ansehe. Ja, die sehen echt ganz nett aus. Kosten dementsprechend, aber davon könnte man sich zum Beispiel mal 3 in die Armee reinstellen. Kann man alles noch ordentlich finanzieren, vielleicht einen zweiten Kommandanten ausheben. Und so würde die Kampagne damit den Dunkelelfen weiterlaufen. Aber da es nur eine Vorstellung ist, ändert das leider hier schon wieder mit den Dunkelelfen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr fandet das genauso unterhaltsam. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was, euer Rio. Ciao.